Jesus stirbt draußen vor der Tür, außerhalb von Jerusalem, außerhalb von den Menschen, denn die Menschen haben nur noch Hass für ihn übrig. Er wird geschlagen und ausgelacht. So wie er sterben viele draußen vor der Tür, sterben an unseren Grenzen Menschen, sterben verfolgte Christen in den Gefängnissen und kranke Menschen in der Isolation, allein, ohne Angehörige, draußen vor der Tür. Ein Gott, ein Sohn Gottes, der stirbt, für die Menschen damals unglaublich und lachhaft, für die Menschen heute vielleicht auch. Hätte Gott nicht eingreifen müssen? Die frohe Botschaft des Kreuzes ist eine andere. Gott zeigt seine Größe gerade am Kreuz. Der römische Hauptmann, der versteht es sofort, anders als die Jünger, die eine Weile brauchen. Er sagt, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Wir sprechen oft von der Liebe Gottes, als er die Welt erschaffen hat und uns allen Lebensatem gab bei unserer Geburt. Aber wer von der Liebe spricht, der darf vom Tod nicht schweigen. Gott lässt uns eben nicht allein im Tod. Im Gegenteil, er geht sogar mit in den Tod. Er zeigt sich solidarisch mit allen, die draußen vor der Tür sterben. Er zeigt, wie sehr er die Menschen liebt. Er ist kein Schönwettergott. Im Gegenteil, er geht mit uns hinein, wo es weh tut. Hinein in den Dreck und die Schmerzen, hinein in die Todesangst. Dieser Gedanke ist so tröstlich, dass das Kreuz zum Symbol der Christenheit geworden ist. Viele verstehen das nicht. Aber gerade das Kreuz erzählt von unserem Gott und wie genau er die Menschen liebt. Amen.